Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. So, nichts los in der Glotze. Da sind wir mal gespannt, ob das Wetter, ja, das Wetter ist wieder schön. Mann, 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 wann wird es denn endlich mal regnen, Leute? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen natürlich. Ja, wir können auf jeden Fall jetzt hier unsere Dinger reinpacken. Und ich würde sagen, zuerst einmal werden hier wieder unsere Pflanzen bewässert. Beim letzten Run haben wir sehr viel Dingens bekommen in der Höhle. Sehr viel Iridium, das war echt super. Da haben wir mal ein bisschen uns durchgelackt. Aber das gehört auch manchmal dazu, ne? Ja, jetzt wird hier erstmal alles bewässert. Und ich bin langsam aber sicher doch ein Freund von den Sprinklern, muss ich sagen. Denn ich weiß es jetzt schon echt zu schätzen, dass ich da dieses eine Feld mit 96 nicht jeden Tag per Hand bewässern muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein schöner Vorteil. So. Jetzt kommen hier die ganzen Tierchen nochmal, denen wir guten Morgen sagen. Und dann gehen wir erstmal raus. Wir sparen ja gerade auf die Hasen. Die könnten wir uns jetzt bald leisten. Oder die Schweine erstmal. Schweine oder Hasen zuerst, ist hier die Frage. Ah ja, und hier nochmal ein ganzes Feld, was ich natürlich bewässern muss. Ups, falsche Richtung geguckt. Also, an Starfruits wird es uns nicht mangeln, Leute. Da haben wir dick die Felder hier fertig. Ah, schau mal, da drüben wurde auch noch gar keine Pflanze oder so geklaut. Das heißt, das haben wir scheinbar alles ganz gut gemacht. So, guckt euch mal an, wie viel Gras hier überall schon wieder wächst. Nice. Da freuen sich die Tiere, die haben auf jeden Fall genug zu fressen. Da unten ist nochmal Oak Resin fertig. Komme ich hier noch durch? Nee. Nicht so wirklich. Zack, weg damit. So. Hier drüben auch noch was? Nope. Hier noch irgendwo? Nope. Wollen natürlich immer alles im Auge behalten. Und dann überlege ich, was ich heute mache. Gehe ich heute wieder. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich hatte Aufnahmestopp jetzt wieder drin. Heißt, die letzte Folge ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Hier ist sogar ein bisschen Gras, das lasse ich da mal. So, jetzt erstmal schauen, die Ziegen. Oh, die haben keine Milch für mich, okay. Dann sagen wir denen schon mal allen guten Morgen. So, jetzt fehlen nur noch die Kühe. Aber die Kühe können wir auch melken. Große Milch sogar hier. Sehr gut. Noch eine normale Milch. Und. Ey. Nicht richtig gemolken. Eine normale Milch. Schade. Okay, dann raus mit euch, meine lieben Tiere. So, an dem Orangenbaum wächst jetzt auch mal wieder was. Sehr gut. Pilze sind auch wieder da. Morcheln, Chanterellen und die normalen Pilze. Alles super hier, Leute. Das läuft alles wie geschmiert. Naja, so fast zumindest. Aber ich denke schon, dass wir uns eigentlich ganz gut machen, Leute. Da können wir uns nicht beklagen. Iridium-Sprinkler sind echt super. Und die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Werden jetzt natürlich hier erstmal wieder reingetan. Ein weißes Ei haben wir noch. Das ist von Lisa gewesen. Und jetzt die Milch. So, das können wir mitnehmen. Zack. So, jetzt ist es kurz nach 10. Das heißt, theoretisch könnten wir uns jetzt eigentlich noch auf den Weg machen. In die Mine. Mit Haley muss ich heute eigentlich auch nichts machen. Was soll man denn später machen? Man kann doch nicht jeden Tag in die Höhle rennen. Wenn man hier noch weiter ist, als wir es jetzt sind. Ich weiß es auch nicht so recht. So, oh, sechs neue Behälter sind da auf jeden Fall fertig, wenn wir das mal schaffen. Die Dingens hier brauche ich auch nicht. Wo habe ich die Bomben jetzt schon wieder hingelegt oder habe ich die noch alle aufgebraucht schnell? Warte mal, wie konnte man die Bomben nochmal herstellen? Kohle brauchte man dafür. Eisen und Kohle, ja toll, Eisen. Und eine Megabombe. Gold, Solar und Void. Gold, Solar und Void. Wir haben so viel Gold. Wir stellen uns mal fünf Stück her. Solar fehlt uns ein bisschen. Void Essenzen haben wir echt viele. Und dann haben wir
Zack, 5 Megabomben. Okay, gut, dann gehen wir jetzt schnell zu Dingens. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht... Heute ist Freitag. Ach so, zu dem... Ah, ich muss noch einmal zu dem reisenden Händler. Um zu schauen, ob wir bei ihm irgendwas Cooles bekommen. Ach Mensch. Ja, und wenn es regnet, dann kaufen wir endlich mal für Haley das, die Kette. Ah, doch, Leute, das, das wird super. Das wird super. Mal schauen, was der uns heute zu verkaufen hat. So, an meinem Dingens komme ich eh vorbei. Trap Bobber. Bullhead Pepper Poppers. Ach, guck mal, das macht Speed. Stimmt, ich habe gar kein Aalgericht mehr, ne? Buckmeat. Tulpen. Fish Stew. Macht 3 Fishing. Nice. Houseplant. Und eine Rare Seed wieder. Die Rare Seeds nehmen wir mal mit. Ja, ich bin gespannt. Wenn wir jetzt in die Höhle gehen. Jetzt ist es gleich schon 12, wenn wir losfahren. Lohnt sich das überhaupt noch? Soll ich überhaupt noch los? Ist schon viel Zeit, die jetzt draufgegangen ist, ne? Bin mir da ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. So, 5 Strange Seeds haben wir jetzt schon. Ich glaube, komm, wir fahren trotzdem hin. Vielleicht kommen wir nicht so tief, aber wir haben ja im letzten Mal ja gesehen, manchmal braucht man einfach nur ein bisschen Glück. Und dann bekommt man auch so sein Iridium. Sein wohlverdientes Iridium. Spitzhacke ist schon aus Iridium. Ja, die Axt. Die Axt wäre nicht schlecht, weil Bäume fällen wir ja doch noch ab und an. Kostet aber auch wieder 25.000. Deswegen erstmal werden wir jetzt auf Tiere sparen. Und dann sehen wir weiter, Freunde. So, man müsste halt diese Essenzen... Ich weiß auch gerade nicht genau, wo man die am besten farmen kann. Ich weiß, die Mumien bringen die. Aber ihr habt ja selbst gesehen, ach so, ja, ich wollte auch nochmal die Omnigoats alle kaputt hacken. Oh. Komm schon. So, den haben wir. Die ganzen Omnigoats müssen wir auch nochmal wieder öffnen. Gibt auch gut Cash in the Tash. Ich glaube, ich gehe einfach wieder so schnell wie es geht runter, oder? Die Tier nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann gehen wir runter. Zack. Sehr schön. Ah, siehst du wohl. Hier haben wir schon mal so ein Aquamarin. Und einen goldenen Quarz. Bin mir gerade gar nicht sicher, wofür wir das Quarz überhaupt brauchen. So, da ist ein Gegner. Dass die normalen Bomben auch genau Eisen benötigen, weißt du? Und die richtig guten, die brauchen dann wieder diese Essenzen. Ich meine, die Essenzen sind kein Problem. Davon haben wir so viele. Aber ich müsste halt immer die Mumien töten, damit wir die anderen kriegen. Und Mumien töten, das zieht sich halt immer so. Sollten wir uns aber vielleicht überlegen, ob wir das jetzt in Zukunft nicht machen. So, hier ist auf jeden Fall eine... Das ist ja ideal für so eine Megabombe hier. Ja, komm, hier gönnen wir uns mal eine Megabombe. Obwohl die schon fast Verschwendung wäre. Wir probieren es mal mit einer normalen. Hier. Oh ja, immerhin den Gang bekommen. Das ist immer die Hauptsache, das ist immer wichtig. So, hier, das wäre auch schon wieder so ein Raum für eine Megabombe. Oh yeah, Spicy Eel. Schnabulieren wir uns den? Ja, komm. Erhöht unser Glück. Ist jetzt natürlich die Frage, ne? War das sinnvoll? Hätte man sich das aufbewahren sollen? Ha, wie man es macht, macht man es eh immer verkehrt. So, hier legen wir die Bombe hin. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit die kommt. Na, die hat schon einen guten Radius. Und dann kriegen wir hier ordentlich Steine. Da hinten war noch ein Slimy, ein großer. Und so ein alter Aal hier. Komm her, du aller Hering. Oh, wieder eine Bombe gedroppt. Nice. Und 2 Fliegenpilze noch. Das ist auch geil, dass wir jetzt immer alles auf goldene Qualitätsstufe bekommen. Dann stackt sich das wenigstens immer schön.
Sonst hätte es jetzt wieder sein können, wir kriegen einen silbernen und einen goldenen. Und ja, dann haben wir zwei Inventarplätze, die wir quasi verschwendet haben. So, hier probieren wir vielleicht, wenn wir genügend Mumien haben, oh, die Mumien zu töten, würde ich sagen. Ich meine, ja, eine normale Bombe haben wir sogar. Eine normale Bombe opfere ich gerne dafür, damit die Essenzen geben. Da hinten ist noch eine. Ich versuche die mal zusammen zu trommeln hier. Komm mit. Oh, da drüben können wir auch eine Bombe platzieren, theoretisch. Pass auf, wir locken die beiden. So. Na kommt. Na kommt, ihr könnt es schaffen. Ah, hier ist der Gang. Ah, ich würde die Essenzen gerne nehmen von denen. Hier oben bin ich. Kommt. Kommt, Gucci, Gucci. Kommt, Gucci, Gucci. So, schnell weg. Und zwei Essenzen. Okay, immerhin. Sind schon wieder zwei große Bomben dann, quasi. Habe ich überhaupt Iridium schon bekommen in diesem Run? Ich glaube nicht, ne? Oh, ein Glowring. Nö, noch gar kein Iridium bisher. Das ist schon schade. Ah, hier ist nichts. So, komm her. Drop mal was Schönes hier. Wenn ich sage, was Schönes zum Slime, dann meine ich eigentlich ein Iridium-Barren und nicht so ein Kack, was der mir hier wieder gedroppt hat. Nice, da geht's runter. Oh, diese Viecher. Ich frage mich, ob man die mit einer Megabombe töten kann. Hey, warte mal, ich probiere es jetzt mal aus. Ich meine, hab ja nichts zu verlieren, außer halt die Megabombe an sich, aber wir warten, bis die anderen beiden umdrehen. Jetzt wäre idealer Zeitpunkt. Boah. Die überleben sogar das, okay. Ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass wir die dadurch töten können. Hätte ich gerne mal gesehen, was die so droppen. Kann man die denn gar nicht töten, Leute? Gibt's da keine Möglichkeit? Schreibt's mal gerne in die Kommentare, ihr. Wisst das ja wahrscheinlich sowieso besser als der alte Grants hier. Der Biber Bostermann geht um, Fiedebumm. Keine Mumien hier, oder wie? Ja, ein Emerald. Oh. Da gehen wir rein. Oh, meine Lebensenergie. Gerade gesehen, dass ich mal was schnabulieren sollte, vielleicht. Heil dich hoch hier. So ein bisschen mehr als die Hälfte sollte man schon haben, finde ich. So, was sagt denn der Tacho jetzt eigentlich? 6 Uhr abends schon. Boah. Also das hier ist ja wohl prädestiniert dafür, hier mal eine dicke Bombe hinzulegen. Batz! Sehr schön. Boah, guckt euch die ganzen Ressourcen an. Omnigeodes und alles hier. Zack, da unten sogar noch ein Amethyst. Ah, komm, mach den kaputt. Dankeschön. Und die Kiste machen wir auch noch kaputt. Hardwood. So, hier gibt es wieder einen Aal, also so einen fliegenden. Vielleicht droppt er ja auch ein Gericht. Nope, leider nicht. Ist immer schade. Ich bin mir gerade auch ein bisschen unsicher, ob das so cool war, dass ich die Aalsuppe gefuttert habe schon direkt. So, zack. Okay. Aber eigentlich ist so das, was ich jetzt hier so mache, in die Höhle gehen, das eigentlich das einzig Sinnvolle, oder? Wie seht ihr das? Was soll man denn sonst den lieben langen Tag machen? Ich meine, ich könnte natürlich noch angeln, dass wir noch mehr Cash in the Tash kriegen. Aber wir haben inzwischen so eine gute Ausbeute von Tag zu Tag, wenn wir allein schon die ganze Mayonnaise und so verkaufen. Ach, komm schon. Ich habe kein einziges Iridium bekommen bisher. Also das war wirklich ein schlechter Run heute. Zeit ist auch fast um, ne? 8 Uhr abends gleich schon. Hm. Thermalstiefel. Ich glaube, wir haben die besten Stiefel, ehrlich gesagt. Ah ja, das Loch. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt zu viel Schaden kriegen. 3 Level, okay. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal einen Smaragd da vorne. Ja, wir sind erst Level 17, das ist nicht so geil. Naja. Oh, hier wäre der Gang. Ach komm, was soll der Geiz?
Oh, nice. Feuerquarz. Aus Kupfer kriegt man nur die ganz normalen kleinen Bomben, glaube ich, ne? Oh, hier mal ein bisschen Eisen. Kommt der Aal nochmal zurück? Nö. Dann hat er Pech. Da unten sind wieder ein paar Slimes. Hoffen wir, dass sie uns. Das ist geil. Aber immerhin den Gang schon mal wieder nach unten. Ist auch nicht verkehrt, ne? So, warte, ich würde den gern. Na, okay, Seetot. Wow! Spawn-Camping nennt man das eigentlich. Was der hier gemacht hat. Also, so geht's ja nicht, ne? Ist schon eine kleine Frechheit. Eine hodenlose Frechheit. Nichts hier, ey. Drüben ist ein Feuerquarz. Ja, ich denke, wir müssen den Gang suchen, ne? Feuerquarz nehmen wir mit, wird eh vertickt. Ich verkaufe jetzt, glaube ich, alles immer so, weil wir haben noch. Von den meisten Sachen haben wir noch so viel auf Lager und wir wissen überhaupt nicht, wofür wir das alles noch gebrauchen können. Das liegt da einfach nur rum und schimmelt vor sich her. So, 9 Uhr jetzt schon. Oh, hier ist noch ein Loch. Guck mal, jetzt sind wir doch nochmal auf Level 28 auf einmal gekommen. Ja, schnabuliere ich jetzt noch so viel? Ich weiß nicht. Wenn jetzt nicht auf einmal 100 Gegner kommen, dann soll ich eigentlich auf der sicheren Seite sein, ne? Wir können aber mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden. Oh, hier ist der Gang. Oh, da hinten ist Iridiumerz. Und sogar noch ein Amethyst, genau da drüber. Nice. Und zack, 2 Iridium. Das war die gesamte Ausbeute für heute scheinbar. Es sei denn, irgendjemand fühlt sich jetzt noch angesprochen und denkt sich so, oh ja, Grants, komm, ich drop dir noch was. Okay, ich glaube, ich muss mal wieder zu den Leuten da, die den Abenteurerladen betreiben. Und ich muss dringend zu Kent. Also, morgen gehen wir zu Kent und danach gehen wir die ganzen Items hier, die Schwerter und so weiter, verticken. So, wir hatten doch den Gang schon gefunden. Dann würde ich doch noch mal einen runtergehen. Ich meine, es ist jetzt zwar schon 10, aber vielleicht sehen wir ja dann dort auf einmal noch irgendwie uns ein Iridium anlächeln. Oder halt so einen dicken Slime. Das Eisen nehmen wir auch mit. Und da ist tatsächlich noch Iridium. Alles richtig gemacht. Ne, es ist ein Diamant hier, oder? Ne, es ist Eisen. Aber das ist auf jeden Fall. Zack, Iridium. Und es geht nochmal ein tiefer. Wow, okay, ne, hier ist mir zu viel. Wir verlassen die Mine jetzt. Es ist einfach zu spät. Es wäre noch ein schönes Level gewesen. Ah, okay, war gar nicht mal so schlecht, Leute. Diese Aalsuppe, die müsste man irgendwie kaufen können. Das wäre super. Da wäre ich gerne bereit, auch 1000 oder so für zu bezahlen, so wie mit der Fischsuppe halt. Dass man die einfach sich holen kann, dann pfeift man sich die rein und dann hat man halt mehr Drop-Chancen und alles. Das ist auch cool. Wäre ich schon bereit, die Investition zu tätigen, wer auch immer sich jetzt angesprochen fühlt von den Händlern, sowas mal anzubieten. Ich sollte mal schauen, vielleicht gibt es das ja sogar. Ja, ich glaube, das Ding ist voll, naja. So, das kann weg, das. Die goldenen Sachen auch. Hier, der Aquamarine auch, meinetwegen. Und dann die Mayonnaise. So, jetzt lasst mich eben schnell sämtliche Türen schließen. Ihr kennt das Spielchen, ja? Die Tiere sind sonst sauer und rasten richtig aus, wenn ich da nichts mache. Und dann können wir unsere Sachen sortieren und dann können wir auch schlafen gehen. Ja, also hier könnten wir direkt noch so ein Feld nebenan bauen, eigentlich theoretisch. So ein riesiges Feld. So, also pass auf, die Omnigoods, die Bomben packen wir auch mal mit hier rein. Was kommt noch hier rein? Eigentlich gar nichts, doch die noch. Das war's. Steine kommen hier. Die Void-Essenzen kommen auch hier. Oh, wir haben 999 Slime. Iridium. Oh, nice. Kann mit. Habe ich gar keine Kohle gefunden oder habe ich die schon reingelegt? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Jade. So, die Alge kann theoretisch auch noch weg eigentlich. Was soll ich damit groß? So. Und ja, morgen, wie gesagt, ist ein normaler Tag, deswegen nehmen wir schon mal die ganz normalen Sachen mit. So, das wird so umgepackt.
Ich war mir gerade nicht sicher, aber nee, sieht nicht so aus, dass ich hier. Oh, 60 Omnigoats, ey, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. So, und zur Abenteurergilde müssen wir aber auch noch morgen. So, 12 Uhr. Shit, ich muss ins Bett. Die Cave Currits meinetwegen auch weg. Ich glaube, ich muss mit den Omnigoats öfter sogar gehen. Na gut, Leute, dann wollen wir mal schauen, was wir heute wieder an Geld verdient haben. Der nächste Tag hier im Sommer ist auf jeden Fall vorüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Stardew Valley 4000. Ja, kann sich doch sehen lassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Haut rein.